Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück hier in Kotonia, zurück beim großköniglichen Ehepaar. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Großkönig Janusz inzwischen der mächtigste Herrscher der Welt, der bekannten Welt ist und Großkotonia das mächtigste und größte Reich. Zumindest wenn ich hier einmal über die Karte schaue. So eine Karte wird aber vermutlich den Beteiligten hier im Detail gar nicht vorliegen. Aber ich denke, Großkönig Janusz weiß um seine Macht. Er ist 50 Jahre alt und ich glaube, man sollte auch bedenken, dass nach diesen, ich weiß es gar nicht, wie viel es gewesen sind, seit wann ist er eigentlich an die Macht gekommen? Wir gucken uns mal die Titelgeschichte an. Er hat das Ganze 57 ererbt, den Titel, ja, knapp 20 Jahre, 18 Jahre ist es, fast ununterbrochene Kriegsführung gegen diverse Gegner, gegen Bauern und. Ich glaube, dass auch so eine Persönlichkeit so im Alter von 50 Jahren langsam zum Punkt kommt, wo man sich sagt, was gibt es dann noch im Leben oder was bringt es jetzt noch, hier weitere Kriege zu führen, habe ich nicht alles erreicht. Er hat ja jetzt keinen besonderen zusätzlichen religiösen Anspruch, hier unbedingt den Glauben noch weiter hinauszutragen. Der Glaube war für ihn ja eher ein Vehikel für seine Gier, für seinen Ehrgeiz. Insofern, ich hatte das letzte Mal schon angedeutet, wird er, ich glaube, ein bisschen ruhiger werden wird er, weil er ja nach wie vor fleißig ist, sich darum kümmern, das Land weiter auszubauen, vielleicht auch die alte Hauptstadt noch weiter zu entwickeln. Da gibt es ja die Möglichkeit. Eine Sache, denke ich, liegt noch nahe, das haben auch, glaube ich, einige von euch in den Kommentaren schon erwähnt, dass wir hier eine Landbrücke schaffen, das Großkotonia, ein zusammenhängendes Reich ist. Ich denke, das ist aus machtpolitischen und vermutlich auch aus wirtschaftlichen Erwägungen sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, wir werden vermutlich noch einen Krieg führen hier gegen die Walachei, um diese Gebiete mit zu integrieren. Bevor wir dazu kommen, allerdings noch ein paar administrative Kleinigkeiten, fangen wir an mal mit unseren Gefangenen. Ich habe mir das einmal durchgeschaut, da sind jetzt keine besonders wichtigen Persönlichkeiten mit dabei. Diese Hexe, die wird weiter im Kerker bleiben. Vielleicht ist es an der Zeit, sie war doch eine Hexe, ne? Vielleicht ist es an der Zeit, sie ja zu verbrennen. Wir wissen ja nun immer noch nicht genau, was hier los ist, aber eine Hexe sollte man doch am besten nicht allzu lange im Gefängnis behalten. Also wir werden erstmal versuchen, hier über Massenaktionen. Oh, wir sehen, 7 Charaktere können ausgelöst werden. Hervorragend. Was bekommen wir? 25, 10, 15, 10, 50, 10, 10. Ja, ich denke, hat sich gelohnt. Diese beiden, die können wir nicht auslösen. Hier kriegen wir einen Gefallen und hier werden wir doch vermutlich auch ein Druckmittel erhalten. Nein, er will nicht. Was ist er denn für einer? Ein orthodoxer Russe. Oh, ein guter Kämpfer. Okay, wie wäre es denn damit, wenn wir ihn in unsere Reihen aufnehmen? Grundsätzlich sind wir da gewisserweise offen. Bekehrung verlangen würde er auch annehmen. Ich glaube, das werden wir mit ihm dealen. Wir werden die Freilassung verhandeln und ihn in unsere Reihen aufnehmen. Denn wir wissen ja, unsere Frau verschleißt. Nee, ich glaube, das ist der falsche Ausdruck, aber aufgrund unserer persönlichen Animositäten unserer Frau verlieren wir einige Champions. So, und Gräfin Naula, die Hexe. Ah, warte mal. Nee, ich glaube, wir können sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Das sollte kein Problem sein, ja. Bringt uns ein bisschen Anspannung. Warum eigentlich? Weil wir wahrscheinlich nicht grausam sind, aber dennoch wird sie hingerichtet. So, das wäre geklärt. Damit ist das Gefängnis wieder leer geräumt. Dann kommen wir nochmal zur Causa Polen. Wir hatten ja mal ein Auge drauf geworfen, was hier passiert mit dem Sohn von Prinz Matthäus. Also ob es einen Sohn gibt. Es gibt inzwischen einen Sohn, Rostislav, inzwischen schon ein Jahr alt. Und damit werden wir unseren Plan, glaube ich, vollziehen. Wir werden ihm diesen Titel vergeben, die eine Grafschaft und damit das gesamte Königreich. Also die Grafschaft von Sieradz und das Königreich von Polen an seinen Sohn, unseren Enkel. Wir überspringen damit gewissermaßen ein Erbe. Wir erhalten 40 Anspannung, weil wir gierig und ehrgeizig sind. So ist das in eben. 3 Vasallen werden mit dem Titel übertragen. Das ist der Plan. Das heißt, warte mal, aber rein technisch. Ja, das heißt, er wird der Lehnsherr seines Vaters. Oh, das ist eine echte Demütigung.
Gut, aber das ist die Strafe, die wir vereinbart haben. Damit muss er jetzt leben. Und der kleine König hat eine christliche Kirche. Das werden wir vielleicht irgendwann noch mal ändern. Soweit, so gut. Dann haben wir eine Tochter, die einen Vormund braucht. Und wir sollten dann auch wieder würfeln. Das haben wir noch gar nicht getan. Dann machen wir vielleicht das mal als nächstes. Prinzessin Radomila. Okay. Sie hat nach meinem System mit einer 2 einen Fokus auf Ränkespielausbildung und sie kommt in die Obhut. Ja, ich würde sagen, bei den Töchtern haben wir das erfolgreich so gemacht. Die Großkönigin wird sich darum kümmern. Vorschlag abschicken und natürlich willigt sie ein. Jagd wird auch noch ein Thema sein, aber noch nicht. Erstmal wollen wir einen Krieg führen und wir haben wahnsinnig viel Geld. Das sollten wir auch mal ausgeben. Beziehungsweise hier sind ein paar Sachen gleich fertig. Das lasse ich, glaube ich, direkt mal laufen, bis das ausgebaut ist. Dann können wir nämlich da gleich weitermachen. Okay, das hat auch geklappt mit dem Druckmittel. Ablass wird angenommen. Und er tritt jetzt ein in unsere Dienste. So, und jetzt haben wir diverses ausgebaut. Hervorragend. Was ist das alles? 100 Morgenfelder, Ringburg. Oh, und das Kutnerhocher Bergwerk haben wir die nächste Stufe gebaut. Und Herzog Antoni wechselt die Kultur. Herzog Antoni. Ach, das war unser Freund. Warte mal, war das Herzog Antoni? Ach, das war unser perverser Freund. Der sieht jetzt völlig anders aus. Der hat sich ja. Oh, er ist Grieche geworden. Okay. Na gut, er hat aber weiterhin unseren Glauben, soweit alles in Ordnung, natürlich sehr weiterhin unser Freund. Warum sage ich, dass er pervers ist? Ja, wir haben ein Geheimnis. Also er hat nicht den Trait, aber wir wissen, dass er pervers ist. Wir wissen, dass er so tickt wie wir. Das ist, glaube ich, auch Grund für diese Freundschaft. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Ausbau der Besitztümer. Wir sehen im Übrigen Czaslau mit diesem Werk, Bergwerk in Kutna-Hora bringt tatsächlich mehr als Konstantinopel. Das ist schon der Wahnsinn. Aber da können wir auch weiter ausbauen. Aber wir starten mal in Velikrad. Ich würde sagen, wir werden hier in unserer Hauptstadt die Festung auf Maximum bringen. 850 Gold kostet uns das. Jungbunzlau haben wir hier. Da machen wir dann mal weiter. Auch hier mit den Wehrtürmen oder der zweiten Schutzmauer. So, hier ist, glaube ich, schon alles am Ausbauen. Genau, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Dann würde ich sagen, geht es hier weiter mit den Aviarien. Leitmeritz. Ja, das ist ganz gut ausgebaut. Außer das Übungslager, ordentliche Unterbringung. Pilsen haben wir. Die beiden sind auch in Arbeit. Hervorragend. Burg auf Stufe 3, das können wir erstmal so lassen. Dann machen wir hier verlegbare Felder. Prag, das ist noch in Arbeit. Und Czaslau, ist hier übrigens noch mehr möglich? Ja, die gesamte Bergbauanlage. Dafür brauchen wir allerdings die nächste Festungsstufe hier. Und dann werden wir das hier starten. Okay. So, dann haben wir Saaz hier. Oh ja, Burg sollte hier auf Stufe 2 weiterentwickelt werden. Goslar, da läuft der Ausbau der Mine noch um Konstantinopel. Ich habe gar nicht darauf hingewiesen. Hier stehen zwei besondere Gebäude. Einmal die sogenannte Sophienkirche, die man allerdings aufbauen kann, noch in die Hagia Sophia. Allerdings ist dieses Gebäude für uns deaktiviert, weil das Ganze hat nur Effekte, wenn man dann, ja, wenn unser Glaube dieses Gebäude als heilige Stätte oder diesen Ort als heilige Stätte betrachtet, was natürlich nicht der Fall ist. Insofern werden wir auch einen Teufel tun und diese christliche Sophienkirche weiter ausbauen. Ich glaube, man kann das auch nicht zerstören. Das ist einfach so, wie es ist. Man kann es leider auch nicht umwidmen. Gerade finde ich bei der Sophienkirche mit dieser Geschichte sollte eigentlich eine Umwidmung auf den eigenen Glauben möglich sein, meines Erachtens. Aber geht leider nicht. Dann gibt es hier noch die Theodosianische Mauer, vor der wir allerdings keinen wirklich so großen Respekt haben, denn wir haben ja in wahnsinnigen, wahnwitzigen 50 Tagen hier diese Stadt erfolgreich belagert. Historisch war das undenkbar und dauerte viel, 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 viel länger. Naja, macht aber natürlich diesen Ort extrem gut zu verteidigen. Enorm wichtig mit der Garnison von 7000. Okay, ich würde sagen, wir bauen hier
Bauernhof hin, um unsere Einnahmen weiter zu stärken. Und damit haben wir überall Ausbauten gestartet. Wir sind bei 1800. Soweit erstmal dazu. Dann würde ich sagen, machen wir das, was ich jetzt vorhabe, nämlich hier den Angriff auf die Walachei. 2500 unabhängig, das sollte ein Spaziergang werden. Es geht aber nicht um das Herzogtum von Visegrad. Nee, das will ich ja gar nicht machen. Hier, ich will einen Religionskrieg wieder führen. Es geht um das Herzogtum von Muntenien. Das gesamte Gebiet soll es werden. Wir werden den Krieg erklären. Und wir brauchen wieder unsere Armeen. Wo haben wir unseren Sammelpunkt? Hier in der Nähe. Das ist doch gut. So, hier haben wir natürlich die Donau. Wo gehen wir denn am besten hin? Kommen wir vom Gebirge runter? Ist das der beste Weg? Die Frage ist, hat der Feind hier überhaupt Truppen? Ne, wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass er uns entgegenstellt. Wir werden hier ausheben. Und dann warten wir auf unsere Truppen. Ja, da hebt er aus. Zieht weg. Gibt es hier einen Konkurrenzkrieg? Oder hat er irgendwelche Verbündete, von denen ich nicht weiß? Oder was sind das für Truppen? Das muss noch eine andere Geschichte sein. Oder es gibt interne irgendwelche Konflikte. Das könnte sein. Er bewegt sich auf jeden Fall erstmal weg. Wir müssen leider noch 30 Tage warten. Ah, verdammt, ich habe ja alles ausgehoben. Was bin ich denn für ein Depp? Das kann ja nicht wahr sein. Das war nicht meine Absicht. Wir werden das Sammeln beenden. Und ich glaube, ja, das war jetzt einfach ein blöder Fehler. Wir müssen die Armee direkt gleich mal nach Hause schicken, wenn das denn überhaupt geht. Jetzt geht es. Ja. Das war ungünstig. Wir werden nur das Kriegsvolk hier ausheben. Das war der Plan. Einfach ein unglücklicher Fehlklick, aber das wird uns jetzt hier nicht vom Kurs abbringen. Ablass nehmen wir natürlich an. Der Gegner marschiert dort in Richtung einer unserer Festungen. Soll er das gerne tun? Wir sind jetzt endlich bereit. Okay, also da wird belagert. Da könnten wir theoretisch auch hinziehen. Wenn wir uns aufteilen, sollten wir uns aufteilen. Ach, verdammt, da ist noch eine gegnerische Armee, die eine andere Festung belagert. Eigentlich brauchen wir hier nur zwei Belagerungsarmeen plus eine Kampfarmee dort. Wir machen das anders. Passt auf. Wir werden hier einmal Bombarden rausnehmen und einmal die Bogenkämpfer und einmal. Ja. So viel ist das hier gar nicht, ne? 1800 bei drei Bombarden. Naja, machen wir es mal so. So, ihr werdet belagern. Und zwar mit Ranwald, die Hauptstadt. Und wir werden diese Armee einfach erst einmal nutzen, um hier den Gegner zu vernichten. Und alles Weitere sehen wir dann. Ich glaube, wenn ich da nicht reagiere, bekomme ich den Ablass auch, oder? Das wird mir langsam ein bisschen zu lästig, damit zu klicken. So, was haben wir hier? Herzog von Holstein greift Herzog André von Ostfalen an. André von Ostfalen. Warum heißt der eigentlich so slawisch? Ach so, der ist polabisch, aber katholisch. Interessant. Hat aber auch nichts mit uns zu tun. Nee, ist ein Wettin. Er führt direkt einen Religionskrieg um das Herzogtum von Ostfalen. Und wenn ihm das gelingt, dann ist das einiges, was hier zukommt. Naja, Lüneburg vielleicht, Braunschweig. Müssen wir mal sehen. So, wir bleiben jetzt mal hier erstmal am Ball. Die Belagerung der Hauptstadt beginnt. Sollte auch ziemlich zügig laufen. Er verzieht sich an einen anderen Ort, oder? Ah, wir hatten ihn, glaube ich, noch bekommen, ne? Ah, das war ein Fehler, oder? Ja, wir kriegen ihn noch. Okay, perfekt. Alles spricht für uns. 39. Wir kriegen den Geländebonus, weil er die Burg nicht erobert hat. Das sollte eine vernichtende Niederlage des Gegners werden. 23 zu 2400. Damit sind wir jetzt schon bei 50%. Wie zu erwarten war, keine knappe Angelegenheit. Wir ziehen hier runter und belagern diese Burg. Können uns vielleicht da nochmal aufteilen. Hier gibt es aber noch was. Ein Dynastiemitglied greift an.
Ein Graf greift einen anderen Grafen an. Nicht ganz so wichtig. So. Da sind wir nun gerade schon in der Belagerung. Die Hauptstadt ist aber gleich in unserer Hand und wir brauchen gar nicht mehr lange hier weiter zu kämpfen, denn wir haben die Tochter des Königs oder der Königin haben wir gefangen genommen und einen Kriegsstand von 100% erreicht. Wir können diese Forderung erzwingen und damit ist das Ziel jetzt schon erreicht. Wir lösen alle auf und müssen uns jetzt nur noch die Frage stellen, wer soll dieses Gebiet erhalten? Ich tendiere ein bisschen dazu, tatsächlich das Ganze unserem Sohn zu geben. Damit ist unter Umständen auch eine Königskrone verbunden. Ich weiß gar nicht, können wir das gründen? Titel können übernommen werden. Das Herzogtum von Montenien. Titel können geschaffen werden. Königreich von Walachei. Ich bin am Überlegen, ob wir ihm nicht hier quasi ein Doppelkönigreich geben. Das Königreich Ungarn und Walachei. Weil, warum die Überlegung? Weil hier dieses Herzogtum von Mösia ist ebenfalls ein Teil von Ungarn und dann gäbe es auch hier ein zusammenhängendes Gebiet. Die Frage ist, ob das Königreich überhaupt erschaffen werden sollte, weil es gibt ja diesen de jure Shift mit der Zeit. Vielleicht geben wir ihm einfach das Herzogtum und er verleiht das an irgendjemand anderen oder behält es, wenn er mag. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, das zu machen. Dann werden wir lieber diesen Titel übernehmen. Das geht auch. Und werden dann das Ganze an ihn übergeben und er kann sich dann um alles Weitere kümmern. Das ist hier sein Bereich. Also. Ha, ich habe gelernt, ihr habt mir geschrieben, wenn man mit Steuerung hier raufklickt auf einen übergeordneten Titel, dann steht ja auch im Tooltip, habe ich noch nie gesehen. Dann wird alles gleich markiert. Wie praktisch. So, dann vergeben wir diese Titel und die Sache ist geklärt und er kann damit machen, was er denkt. Soweit dazu. Damit haben wir jetzt ein zusammenhängendes Gebiet. Hervorragend. Ja, ich würde mal sagen, dann ist jetzt ein Zeitalter der Eroberung vorerst erstmal abgeschlossen. Und das Ganze stand ja, zumindest ja doch nach außen hin, durchaus unter dem Stern auch einer religiösen Verbreiterung und unter dem Schutz unseres Gottes, der wir ja selbst sind. Und ich finde, deswegen sollte das Ganze auch abgeschlossen werden mit einem dementsprechenden Ereignis, nämlich eine Pilgerreise. Und jetzt ist die Überlegung, ja, wohin soll die Pilgerreise eigentlich führen? Wir gucken uns das mal an. Wir waren, glaube ich, noch nie an der heiligen Stätte von Plock. Ich glaube, er war schon natürlich am Beginn in Rügen. Wir waren, glaube ich, schon in Novgorod. Ich würde sagen, wir pilgern mal dorthin. Ja, ihr werdet zu Recht jetzt sagen, das sind natürlich auch noch zwei interessante heilige Stätten. Hätten die irgendwie einen Bonus vielleicht auf Geld, würde er da vielleicht auch noch Kriege führen. Aber ansonsten wäre das eher was für einen religiösen Eiferer. Wir werden mal nach Plock uns bewegen. So, okay. Wir bereiten diese Reise vor. Ich hoffe, das wird uns angeboten. Oder ist Plock? Ne, das müsste auch so heißen, oder? Heißt die irgendwie anders? Visograd möglicherweise? Warte mal, ist das hier eigentlich... Boah, Level 8 hier schon ausgebaut. Einen anderen Ort. Hier, Plock. Ne, alles gut, die Stätte bei Plock. 600 kostet uns das. Gott sei Dank sind wir so reich. Kein Problem. So, Zeit für die Abreise. Und es gibt eine neue Fraktion. Das ist überhaupt ein interessantes Thema nochmal. Es gab lange keine großen Aufstände mehr. Und es sieht so ein bisschen so aus im Moment, als ob wir die Zeit der katholischen Aufstände im Reich überwunden haben. Denn das Entscheidende ist ja der Vergleich der Militärstärke zwischen den potenziell Aufständischen und uns. Und es sieht so aus, dass unsere enorme militärische Macht und die Tatsache, dass immer weniger Grafschaften anderen Glaubens haben, weil natürlich jetzt auch die Vasallen anfangen zu konvertieren, dass das jetzt genügt, um die Untertanen zu befriedigen. Das ist doch hervorragend. So, was haben wir denn hier?
Nachdenklichkeit. Manchmal schaue ich hier draußen spät nachts in die Sterne und ich denke nach. Kann mich das himmlische Auge überhaupt sehen? So weit weg von zu Hause? Wofür tue ich all das? Oh, ist das vielleicht so eine Art von Sinnkrise? Das ist ja vielleicht mal interessant, gerade weil ich gesagt habe, diese Pilgerreise schließt gewissermaßen diese krasse Phase der Expansion für ihn ein bisschen ab. Gucken wir uns mal die Optionen an. Ich tue es natürlich, weil die himmlischen Mächte es wollen. In Wahrheit möchte ich ferne Länder sehen. Oder hier geht es nur darum, den Schein zu wahren. Also, es ist ja nicht so, dass wir nicht daran glauben. Wir sind kein Zyniker. Insofern würde ich sagen, passt 3 nicht, auch wenn ich gesagt habe, dass für seine Kriege das Ganze eher so vorgeschoben war. Glaube ich, geht das zu weit für ihn. In Wahrheit möchte ich ferne Länder sehen. Passt mal. Ich meinte, Plock ist jetzt kein wirklich fernes Land, ne? Ja, aber interpretieren wir das mal so. Er ist nicht so ganz überzeugt von dem eigentlichen Sinn einer Pilgerreise. Mit 50 und als mächtigster Herrscher der Welt ist das auch eine gewisse angenehme Abwechslung. Und so würde ich das interpretieren. Außerdem wollen wir mal Plock sehen. Da waren wir noch nie. Das passt dann am besten. Eine weltliche Pilgerreise. Diplomatie +2 erhält er dadurch. Ja, ich finde, das haut schon ganz gut hin. So, nach dieser Pilgerreise, finde ich, sollten wir auf Jagd gehen. Aber das geht gerade nicht, weil, glaube ich, es keine Jahreszeit dafür ist. Und unsere Frau ist mal wieder aktiv gewesen. Gibt es irgendwas? Es sind auch keine Katholiken oder so. Ja, ich meinte... Naja, gut. Ich kümmere mich darum. Sorgt euch nicht. Das Spiel geht so weiter. Eifer ist gesunken. Herzog Valenti ist bloßgestellt worden. Und wir sind endlich in Plock angekommen. Als der Wolkauf mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Wir haben den heiligen Pfad beschritten, sind damit auch tatsächlich Pilger, weil wir, glaube ich, das dritte Mal gemacht haben. Okay. Und weil wir Ahnenverehrung haben, bekommen wir noch einen zusätzlichen Bonus für unsere engen Verwandten. So, und damit kehren wir zurück. Und kriegen noch einen Ablass. Und was haben wir hier? Ja. Die nächste Nebenlinie ist geschaffen worden. Und es ist jetzt möglich, auf Jagd zu gehen. Ich würde sagen, das nutzen wir. Lasset das Horn erklingen. In Goslar ist das Bergwerk gebaut worden. Auch schön. Und nun die Jagdbeute. Meine Vasallin Gräfin Matthäa. Wovon ist sie? Gräfin? Gräfin von Hamburg. Sieht das Tier zuerst. Okay, man kann es nur schwer von ihrer Umgebung unterscheiden, aber das Tier beobachtet uns aus dem Dickicht. Ich sehe ihm in die Augen und fast scheint es, als könne es meine Absicht spüren, dann plötzlich läuft es los. Okay, reiten wir oder haben wir Angst vor der Klippe? Ich glaube nicht, dass wir Angst haben. Wir reiten. Mal gucken, was da passiert. Erstmal schauen wir uns nochmal Göttingen an. Oder Goslar, besser gesagt. Oha, 19 sind die Einnahmen. Höher als in Chaslau. Enorm. Können wir hier weiter ausbauen? Nein, das geht erst, wenn die Festung hier auch gebaut ist. Dann werden wir dort ausbauen. Kontrolle ist hier immer noch nicht auf 100%. Das heißt, das müsste auch noch ansteigen. Wahnsinn, wie reich uns diese Bergwerke machen. Als wir dem Tier bei seiner Flucht durch eine Schlucht folgen, verliert das Pferd von Gräfin Matthäa den Halt, woraufhin sie mit einem Schrei zu Boden fällt. Die Gräfin wird nicht daran sterben, aber sie windet sich vor Schmerzen. Bleiben wir dran? Es findet sie nicht so lustig, aber ehrlich gesagt, kommt, wir sind jetzt im Jagdtrieb und, oh Gott, irgendeine Gräfin. Wir bleiben dran, würde ich sagen. Und ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor der Pfeil sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, gehen seine Todesschreie unter in unserem Siegesgebrüll. Hervorragend. Kein direkter Effekt. Ein guter Schuss.
Waffenstillstand läuft aus. Das interessiert uns eher nicht. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. 150 Prestige. Prima. So. Zwei Maplas. Auch schön. Und was haben wir hier? Diener der Ehrlichkeit. Ich war erschüttert, als ich Prinz Radoslav dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Bürgermeister Miroslava stehlen wollte, die gerade zu Besuch war. Das ist unser Mündel, unser Enkel, der Sohn des Königs von Ungarn. Er gestand, gedacht zu haben, er könne damit davonkommen, nun aber wisse, dass es falsch gewesen sei. Okay, wie reagieren wir darauf? Auf lange Sicht ist es euch mit Ehrlichkeit am besten gedient. Ja, könnte durchaus passen. Hinterlistig sind wir ja nicht. Okay, wir könnten das versuchen zu vertuschen. Ja, ich glaube, das passt tatsächlich. Ich denke, da würfel ich nicht. Das passt tatsächlich am ehesten zu uns. Und damit wird er ehrlich oder behält das Ganze. Bin mir gar nicht so sicher. So, wir hatten einen Krieg gewonnen. Das ist dieser Grafenkrieg geworden. König Cosma hat einen Krieg verloren. König von Moldawien. Okay. Ich muss mal jetzt mal gucken, ob wir automatisch die Ablässe bekommen, wenn wir nicht anklicken. 18. Oktober. Das werden wir jetzt mal verfolgen. Wird das ablaufen? Aber erstmal haben wir noch eine zwielichtige Unterredung hier. Auf meinem Morgenspaziergang durch die Gärten trägt eine sanfte Brise die Stimmen von Ottokar und Lubomir an mein Ohr. Die beiden Höflinge sprechen an einem abgeschiedenen Ort miteinander, wobei sie sich oft umsehen, um sich zu vergewissern, dass sie auch ja niemand belauscht. Auch wenn es wegen der Entfernung schwer für mich ist, den Großteil ihrer Worte zu verstehen, ist dennoch klar, dass ich ihre Unterredung um König Jaromil, unserem Cousin, dem Ratsmarschall, dreht. Was sind denn das für Typen? Das ist ein Champion. Okay, das sind zwei Champions. Nee, das ist ein Höfling. Prinz Ottokar von Novgorod. Ist das nicht nur ein einfacher Höfling? Er ist der Sohn und Erbe des Königs von Novgorod. Der wiederum unser Freund ist. Okay. Also, eine Unterredung dreht sich um König Jaromil. Er muss gewarnt werden. Wenn ich nur ein bisschen näher herankäme. Ich muss erfahren, was sie verbergen, kostet, was es wolle. Okay, das ist mit Foltern verbunden. Passt, glaube ich, nicht so. Ich würde mal einem Instinkt folgen, der relativ normal ist. Wir gehen einfach ein bisschen näher ran. Ich schaffe es näher, an die beiden Höflinge heranzukommen, ohne dass sie mich bemerken. Sie scheinen das Privatleben von König Jaromil und irgendeine unappetitliche Angewohnheit daraus zu besprechen. Okay, ihr erfahrt vom Geheimnis von Svanhild. Kindesabstammung. Naja, das ist ja jetzt keine so richtig große Sache, oder? Svanhild. Also, ja gut. Also möglicherweise ist er der... Also ist das irgendwie eine Mätresse oder so. Das stört uns, glaube ich, gar nicht. Aha, okay. Das könnten wir zum Druckmittel nutzen, aber finde ich zu schwach, um da jetzt wirklich irgendwas zu tun. So, was ist mit unserem Sohn los? Euer Sohn Prinz Matthäus? Nein! Nein! Ernsthaft, er versucht jetzt, diesen Deal zu umgehen und greift, das müssen wir jetzt formal verstehen, greift seinen Sohn an. Ich würde schon sagen, das ist irgendwie ja, so eine interne Intrige, aber faktisch ist es tatsächlich ein Krieg, ja. Um unser Urteil zu umgehen, das geht langsam zu weit. Ich meinte, wir könnten eine Sache noch machen, wir könnten... Könnten wir nicht irgendwie diesen Krieg, Dynastiekriege beenden, ja. Das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt. Ich würde mal sagen, wenn er noch was anderes unternimmt
um hier König zu werden, dann ist, glaube ich, unsere Geduld zu Ende. Das war jetzt noch seine letzte Chance, dass wir auf diese Art und Weise eingegriffen haben. Gut, schauen wir mal, was passiert. Nein, wir haben noch 2 Tage. Ich will das doch noch beobachten. Hier, Ablass. 100. Steigt das jetzt, wenn ich weiterlaufen lasse? Nein, tatsächlich. Man lehnt es ab, wenn man nicht aktiv klickt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig, aber das sind so Luxusprobleme. Großkrotonische Luxusprobleme. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.